Willkommen bei Ventil. Wir präsentieren euch heute Highlights aus dem letzten Jahrtausend. Ventil, 45 Minuten lang. Das krasseste, was ihr im Ventil habt gesehen. Wir fangen doch gerade an mit einer ganz lieben Person, die wir gerne hier bei unserer Sendung hatten, nämlich mit dem Fräulein Uriella. Haben Sie etwas zu dem Dokumentarfilm von morgen? Ja, also ich protestiere gegen die Unzucht am TV. Durch solche Seich wird unsere Gesellschaft immer dekadenter und verreckter. Mhm. Die Schweiz wird zum Sündenpool und zu einem modernen biblischen Sodom. Wir haben ja sogar schon eine Lesbe im Bundeshaus. Sie wissen, wer ich meine. Und durch solche Scheißfilme wird das Zeug noch gefordert und Zuschauer auf das geil gemacht. Und das geht nicht. Da haben Sie recht. Aber sie sind in der Minderheit, sie sind bei 19,2% der Zuschauerschaft. Das ist natürlich nicht allzu viel. Schauen Sie, wir haben jetzt für diesen Fall, haben wir eben für diesen speziellen Fall, haben wir eben unseren beiden Haustieren die Augen schon mal abgeklebt. Weil ich werde jetzt zur Tat schreiten. Danke vielmals, meine Letizia. Ich werde jetzt zwei Kassetten einschieben. Also das eine ist eben der Film hier. Es ist immer ein bisschen schwierig, ich muss immer den Daumen so haben. Es ist natürlich eine unnatürliche Haltung, aber ich muss es eigentlich, wegen der Reflex. Sehen Sie, wenn ich so mache, dann spiegelt es immer am falschen Ort. Ah, und der andere ist eben der legendäre Ben-Hur-Film. Und ich wäre jetzt froh, wenn Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer, Play, uns würden sagen, welchen Film, dass wir da hinten unsere Fachjurorin wollen, vorspielen, damit, die könnt, damit sie dann ein Kompetenzurteil abgeben kann. Die Fachjurorin ist übrigens Frau Uriella. Sie befasst sich sehr intensiv mit allen möglichen Fragen von der Meditation, auch von der Horizontal-, Vertikal-, Diagonal- und Doppelmeditation. Und ich denke, sie wird uns dann können am Schluss eine Zusammenfassung machen von diesen beiden Filmen. Frau Uriella, darf ich Sie mal vielleicht fragen, wenn wir jetzt zu der Würdigung von diesen Filmen kommen, was halten Sie von der These, dass wir mit Sexvideos können auch gewisse Heiligen vornehmen? Ist ja auch noch ein Sektor von Ihnen? Ja, inwiefern ein Sektor, denn ich meine... Also das Heilen, als Naturärztin, meine ich. Ja, und Geistheilerin, tue ich selbstverständlich das Gebiet von Sex überhaupt nicht einbeziehen. Sex ist für Sie kein Thema? Nein, das ist für mich tabu. Aber Sie sind verheiratet? Sicher, aber wir führen den geistigen Ehe. Also Sie haben keine Sex? Wir sollen effektiv Enthaltsamkeit leben, uns immer mehr vom Trieb und von der grobstofflichen Hülle, die wir nochmal tragen. Ja, also grobstofflich, also Fräulein Letizia hat dann gar keinen Stoff an. Ich hoffe, Sie haben das gleich mit einem Auge noch gesehen. Grobstofflich ist bei ihr nichts. Ja, bei ihr ist es grobstofflich. Dominierend. Nein, sie hat den Grobstoff schon abgelegt. Wie ist es feinstofflich? Ganz fein. Samt. Ja, das sehe ich ja schon völlig anders. Ja, sagen Sie, wie Sie es sehen. Ja, eben. In dem Sinn, dass es feinstoffliche ist eine Vergeistigung. Und der Feinstofflichkeit versteht man das Fluidale. Und das ist geistig, seelisch. Und das hat ja weder mit Geist noch mit Seele etwas zu tun, was Sie jetzt heute Abend da im Publikum vorführen. Nein, das sieht man nicht. Wir haben nur rein gesehen. Um Himmels Willen! Das würde mir im Publikum nie zumuten. So, wie spät haben wir es? Oh, wir könnten vielleicht jetzt den Martin Gasser hierher rufen. Martin Gasser. Klatscht doch nicht so laut klatschen, ihr macht mir den Hund verrückt, ich sehe das nicht. Herr Gasser, guten Abend. Guten Abend, Herr Weimann. Sie haben auch ganz eine tolle Fähigkeit, aber das ist nicht in dem Sinne eine mentale Fähigkeit, die Sie haben. Nein, ist mehr, wie soll ich sagen, körperlich-organische Fähigkeit. Jawohl. Sie sind, von Beruf? Also, ich bin Kunstfurzer. Mhm. Das sind Sie wahrscheinlich noch nicht so lange, vom Beruf her? Vom Beruf her, nicht früher, als mehr hobbymäßig betrieben, aber... jetzt seit etwa sechs Monaten mache ich es professionell. Und also an Geburtstagsfest und so? Geburtstagsfest, Hochsiegen und sonst irgendwelche Generalversammlungen werde ich manchmal eingeladen. Ja. Einfach so sagen Sie, als Unterhaltung. Einfach nur ein so normaler kleiner Furz, das kann fast jeder. Ja. Aber Sie tünt die Blähungen quasi kontrollieren. Wie machen Sie das? Also einerseits mal schaue ich sehr auf die Ernährung.
Also es gibt verschiedene, sagen wir zum Beispiel, wenn ich Kohl esse und noch ein Knoblauch dazu, dann gibt es besonders einen höheren Ton. Mhm. Und wenn ich jetzt, sagen wir eher, also ich komme vom Militär, die heissen John Wayne über. Das sind die. Ja. Das sind die weißen Böhle für die, die es nicht kennen. Ja, genau. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel die noch auch einnehme von einer Veranstaltung, dann nachher kann ich besonders lang anhaltende Töne produzieren mit einem schönen Vibrato. Gut, da sind wir sehr gespannt, wie das gehen wird. Also wir haben das noch nie hier im Studio gehabt. Ich möchte Sie bitten, übergehen. Sie haben das Streichquartett mitgebracht, das Quartett Sforzato. Und ja, was hören wir von Ihnen? Warten Sie, ich habe das Mikrofon bei mir. Ich kann vielleicht Sie noch schnell... Was hören wir? Also wir haben extra ausgewählt für heute Abend die kleine Nachtmusik. Wunderbar. Dann würde ich Ihnen sagen, fangen wir los. Ich kann jemanden aus dem Studio noch vorzählen. Rasch. 1, 2, 3, 4. I think it's time for another talent, and this talent is called Max Rauber! Give him a warm applause. Woo! This is fantastic, Max Lee. Max Lee Rauber, please come down, Mr. Rauber. And now, oh, I have to show you something. Please. Mr. Rauber, ladies and gentlemen, Mr. Rauber is the einzige, the one and only man who is able to sniff, Senf, Mustard, very strong Mustard. Mr. Rauber, was machen Sie den ganzen Tag? What are you doing the whole day? I'm working als Banker. He is working as a banker, as a private banker. Bei der SK. Bei SK, former SK. Yes, and it is your hobby to... Yes, to schnupf Senf. Is it sein Hobby to sniff Senf, also which means Mustard, strong Mustard. I think he started with very, very soft Mustard. Yes, yes, with the blue Tommy and one? After the red Tommy and all the colors of Tommy. So he tested the whole colors and always stronger and stronger and stronger. Now, imagine at home, stellen Sie sich zu Hause vor. No, we have to say it in English because of the kids. Stellen Sie, imagine there's no heaven. Yeah. Imagine. Imagine all the people. Genau, warum singt jetzt sie? Okay. And imagine all the kids. No, don't do it at home. You little stupid kids. Don't do it. Don't sniff the scent. Don't do it. Sorry. Mr. Albert, please go over there to your place and try to sniff. And I wish you good luck. Yeah. And I would like to say to all the people at home, it is dangerous. It is very, very dangerous. While the mustard is strong and it goes right up into your brain, so it's dangerous. Mr. Rauber, are you ready? Yes, I'm parat. Okay, so please, Mr. Rauber, we are looking. Mm-hmm. He took up the glasses, the brill, and now. Oh, yes, now, Mr. Rauber. Ja,
We have no problem, no problem. The show goes on. We machen weiter. Wir machen weiter, wir machen Förser. Leider nicht mehr da. So, wir haben jetzt den ganz tollen Gast da. Es ist der Hans Sitz. Einen warmen Applaus für den Hans Sitz. Er hat heute gerade zwei tolle Momente in seinem Leben. Das eine, Hans Sitz, ist der Auftritt bei uns. Der andere ist, er hat heute Geburtstag. Oh, und ich darf alles Gute, Sie vielleicht rasch hier bitten. Was werden Sie uns zeigen, Herr Sitz? Ich habe seit meiner Kindheit über meine Körperenergie, über meine geistigen, mentalen Fähigkeiten Sachen in Bewegung bringen. Das hat angefangen beim Liebling-Abziehen, das kennen Sie sicher. Das Knistern, die Energie, die frei wird. Ja, mit der Zeit sind Lampen, die früher nicht mehr gegangen sind, wieder angegangen. Und dort habe ich das auch weiterentwickelt. Und ich will Ihnen heute zeigen, wie ich mit geistiger Energie der Zug, die Kombination, hier zum Laufen bringen kann. Also, um das nochmal zu sagen, er ladet sich jetzt energetisch auf und tut die Energie, wenn ich das richtig verstanden habe, über die beiden Leiter auf Bahn bringen. Richtig. Gut. Es braucht ein bisschen Konzentration. Ich werde mit Messer und mit der Gabel ans Gleis gehen und dann wird der Zug in Bewegung gesetzt. Gut, wir sind gespannt. Vielleicht absolute Ruhe im Moment im Studio. Es braucht einen Moment, bis es kommt. Ja! Sehr gut. Ganz gut. Sensationell. Also das sind jetzt einfach die Ströme, die genau durch sie durchgehen. Das ist ja, etwas, was ich schon eindrücklich sehe. Oh, jetzt geht es wieder. So hey. Gut. So gut. Gut. Das ist etwas gesehen, was ich relativ bald schon können, auch in der Kindheit. Und wir haben nachher versucht. Aber jetzt sagen Sie, das ist nur der Anfang. Richtig. Es geht noch schwerer. Richtig. Auch mit einem anderen Leitmittel, nämlich mit Holz, das zu probieren. Und ich muss hier dazu vielleicht die Hände entsprechend noch bewegen, um die energetisch aufzuladen. Das sind und also mit Jobsticks. Normalen Chopsticks das auch mal zu probieren. Chinesische, die japanischen sind spitz. Genau. Und Sie haben mir gesagt, mit den chinesischen ist es schwieriger. Wie ist das jetzt? Sie haben Plus-Minus-Pol? Oder wie machen Sie das genau? Rechts ist der Plus-Pol, links ist der Minus-Pol. Mhm. So, jetzt sagen der Polanski jetzt her. Und jetzt passen Sie auf. Ich gehe wieder zum Ton übertragen. Das geht wahrscheinlich nicht, doch es geht. Wunderbar. So gut. Wunderbar. Ja, das ist grossartig. Das war wie ein Wunder. Also das ist eigentlich etwas, wo man... Da sind Sie wahrscheinlich der Einzige, der das kann. Ich würde sagen, das Nächste, was ich versuchen werde, das klingt nicht immer. Und dort denke ich schon, dass es etwas ganz Spezielles ist. Mhm. Wenn man einfach die Stäbel duscht und die Pole wechselt, dass dann der Zug sich rückwärts in Bewegung setzen wird. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Vielleicht bitte Ruhe im Studio. Das ist unglaublich. Vielen, vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Ich glaube, Frau Weber wird Ihnen noch persönlich danken. Ist sehr nett. Herr Sitz, noch alles so Gute zum Geburtstag. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, der junge Hund, ein Einzelkind, ein Einzelhund. Und diese Flasche, es ist eine ganz normale Rezünserflasche. Es ist ein Scheidungshund. Es ist der Hund vom Klibi. Und wir werden jetzt zum Schluss auflachen. Zum Schluss von dieser Sendung probieren. So blöd kann niemand sein. Sie wissen ja, Ventil Huckepack, das ist unser neues Programm. Wir geben Quoten schwache Sendungen die Chance, Quoten zu bolzen. Das heisst also, viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu generieren. Heute Gast bei uns im Ventil ist keine andere Sendung als Kinobar. Sie kennen sie, das ist ein Schlafmittel mit der Anästhesie-Krankenschwester Madeleine Hirsiger. Und wir haben uns überlegt, wie kann man ihr helfen? Wie kann man dieser charmanten, jungen, aufstrebenden Filmschaffenden helfen, dass mehr Leute die Sendung schauen wollen?
haben wir gesagt, sie soll zu uns kommen, ins Ventil. Wir zeigen Ihnen heute Abend Kinobar mit dem Untertitel «The Full Monty». Full Monty. Können wir ein Musik haben von der Regie oben runter? Da kommt das Musik. Meine Damen und Herren, in der Kinobar heute Abend «The Full Monty» und zwar live. Ich buchstabiere L-I-F, live. Wow! Nicht viel beschreiben. Beschreibt sich selber. Wir haben versucht, nach der letzten Sendung in der Linie treu zu bleiben und sehr stark körperbetont zu sein. Jetzt sehen Sie mal, wie das mit einem Reissverschluss einfach geht. Mit relativ wenig Aufwand kann man da so ein Top öffnen. Anstellen bei mir, weil es wird jetzt gleich warm. Trotz allem. Ja. Liebe Zuschauerinnen, Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir heute das rote Telefon nicht dabei haben. Das hat natürlich einen Grund. Das rote Telefon haben wir nicht dabei wegen der Frau vom Fernsehdirektor Schellenberg, weil er natürlich auch ein bisschen Angst hatte, dass sie wieder anrufen und fragen, wie man die Klettverschlüsse an die Hose ihrem Mann macht. Und dass sie dann vielleicht allenfalls auf die Idee kommt, da noch eine Zugabe zu verlangen. Er hat ja alles seine Grenzen. Für die, die sich jetzt neu einschalten, wir befinden uns hier in der neuen Kinobar. Eine Kinobar, eine Sendung, die jüngsterdings ein absoluter Quotenknaller ist. Übrigens auch sehr interessant als Sendung zum Sponsoren. Sie sehen da, man kann uns Unterwäsche sponsern. Wir wären auch bereit, Aufschriften zu machen auf diesen Einzelteil, diesen Kleinteil. Natürlich ist die Sendung verspielt, weil wir möchten ja gerne, dass die Zuschauerschaft sich auch ein bisschen zuhause fühlt bei uns. Das ist eine Sendung, wo man durchaus auch mal den Kindern zumuten kann. Sie sehen da das gute Nachtgeschichtli mit dem bösen Krokodil, dem Teufeli und dem Elefantli. Wir haben lange gesucht, wie wir eine Ablösung finden für den Hermann, der ja langsam doch aus dem Riemen geht. Und da sind wir halt auf die Idee gekommen. Und ich glaube, das immer wieder eine gefreute Sache. Meine Damen und Herren, bleiben Sie dran, vor allem meine Damen. Das ist ja erst der Anfang der heutigen Kinobar. Kinobar, die Sendung für Jung und Alt mit den neuesten Attraktionen von der Leinwand. So, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Herrn Galatti. Herr Galatti. Thomas. Sie haben eine Reklamation wegen der schlecht angezogenen Moderatoren beim 10 vor 10, ist das richtig? Ganz genau. Ola, wir sehen ja, schau mal da, du, hey, das ist Emi, du. Ja, ja. Geht's weiter da noch? Kannst du vielleicht etwas zeigen? Can you show me, please? Nein, yes. Just a little. Because of the kids. Meraviglia, wonderful. And this? Genau so etwas fertig auch von mir, bitteschön. Ja, super, es sensationell. Es ist all blind, bevor wir auf die Geschichte mit dieser Lippe kommen. Haben wir hier noch diese Geschichte? Ich meine, da hat man sich natürlich gefragt, der muss in den Knast, oder? Der Herr Rindlisbacher. Sie kennen ihn ja vom Fernsehen her. Macht jetzt Halbgefangenschaft bei uns, tut ein bisschen die Tüte kleben. Das kann man machen, ist für einen guten Zweck. Nein, es ist ein bisschen falsch geschrieben, sein Blick. Er ist wegen seiner Sendung in den Knast gekommen. Er hat gesagt, die Sendung ist so grauenhaft. Dann tun wir lieber weg.
Das nervt uns sonst. Also, jetzt haben wir noch das Thema mit der Frau Amgarten. Oh, jetzt habe ich schon gesagt, es ist wirklich wahr, Frau Amgarten. Also, Sie kennen ja die Sendung Risiko. Und Gabriele Amgarten hat sich jetzt tatsächlich da, heute Morgen, einen Ring durch die Lippen machen lassen. Sie müssen sich mal vorstellen, mit einer Nadel da rein und dann durch die Lippen durch. Was halten Sie da davon, Herr? Ich kann Sie nicht lesen, wie Sie heißen. Jawohl. Melden Sie sich freiwillig. Hallo? Ja. Hallo? Ah, ich bin dran, ja. Ja. Was ich dazu finde? Ja. Ja, ist doch geil, oder? Also, das ist doch schön. Ich meine, ja, aber ich meine, man muss es richtig sehen. Es ist ja erregend. Irgendwie voll erregend. Aber es ist eine Person vom öffentlichen Leben, die macht eine Fernsehsendung. Millionen von Grossmüttern, Frührentner, Spatrentner, die lesen ihre von den Lippen ab und immer wenn sie redet, kommt der Ring mit. Ja, darum ist die neue Telefonnummer, dass auch Rentner die sich merken, oder? Das stimmt. Eben, ja, genau. Ja. Gut, also, ich glaube... Nicht aus, nein! Ich glaube, es ist jetzt der Moment da, wo man das thematisiert. Ich finde es super, dass es komisch ist. Es hat vielleicht ein bisschen Mut gebraucht jetzt, es ist noch ganz neu. Ich bin ein bisschen konsterniert und meine Mutter ist sicher auch, warum machst du so etwas? Also ich habe es heute Morgen gemacht und ich kann jetzt nicht so gut reden. Aber ich war letztes Mal so bei einem Stylist und der gesagt, los, liebe Gabriele, all deine Berufskollegen und Kolleginnen haben irgendwelche Markenzeichen, angefangen vom Zeigefinger über Flüge, über blonde Locken und so weiter. Ja. Und zwar, du bist zwar schon recht, aber du hast nichts. Ich habe gesagt, okay, ich suche mir ein Markenzeichen. Und dann hat er auch gesagt, es sollte irgendwie ein bisschen im Trend sein. Ja, und ich fand, ja klar, also, anstatt dass wir irgendwelche Löckchen oder Meshes drin machen oder so, machen wir etwas, was wirklich trendy ist, und das machen wir den Ring. Findest du nicht schön? Ich grüße es, ehrlich gesagt, ein bisschen. Wie ist das so beim Küssen zum Beispiel? Das habe ich nicht ausprobieren. Also ich bin heute Morgen das gemacht. Ich bin nicht daheim gewesen. Mein Mann weiss noch gar nichts von dem. Der würde jetzt wahrscheinlich gerade vom Sofa oben runterfliegen. Ja, er hat nichts so in dieser Art. Hey, gar nicht so. Es gibt dort ja auch Detaillösungen. Wie meinst du das? Wo? Welche? Was? Ja, also man kann zum Beispiel... Ist das der richtige Grund? Ja, welcher meinst du? Ja, warum er keins hat. Kannst du also, dir so Zeug malen? Nein, ich habe zum Beispiel... Also, ist es ein Skizze? Ist es nur schematisiert? Es gibt ja zum Beispiel... Er könnte zum Beispiel da so da drin rein. Und dann könnt ihr da noch das Parkgeld drin also, transportieren. Mit mir. Was du mit dem machst, das ist deine Sache. Also, da, nein, es ist ja nur eine Frage. Es ist ja nur eine Frage. Das ist Prinz Albert übrigens. Ich habe mir das müssen sagen. Ich bin letztens bin ich im Fitnessclub gewesen. Ich komme aus der Dusche raus. Und der Mann hat so ein. So eine. Oder? So da rein. Erzähl mir nicht so grusiges Zeug. Ich kann dir sagen, es hat mich gestresst. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Das ist Prinz Albert. Du hast gefragt, wie ich das gemacht habe. Erzähl mir nicht so grusiges Zeug. Ja, nur du hast angefangen mit dem Zeug. Ich überhaupt nicht angefangen. Ja, und wie ist denn das jetzt mit der Sendung? Jetzt hast du das in dieser Sendung drin. Gibt es keinen Ärger im Fernsehen? Nein, ich meine es nicht. Also, wir sind da ziemlich tolerant gehalten, muss ich sagen. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Und, also ich könnte zum Beispiel Herrn Schellenberg als sehr unkonventionellen Mann, der gerne so Zeug wahrscheinlich hat, nehme ich mal an. Also, ich glaube nicht, dass ich das hätte Probleme. Ich finde, du trägst es mit Stolz. Also, ein kleines Risiko eingehen ab und zu, muss man, oder? Er schickt ihm direkt dauernd Briefe. Und jetzt, wo ich ihm versuche, heim anzuläuten, Willi Peter ist nicht einmal daheim. Oder er nimmt es nicht ab. Er ist ein Feigling. Weil er hat nämlich in der Andelfinger-Zeitung ein Gedicht platziert, weil er das bei uns nicht geschafft hat. In der Sendung, und das Gedicht geht so: Ich streite nicht mit dem Ventil, es passt mit seinem miesen Stil, halt nicht ganz in mein Lebensziel und hat ein niedriges Profil. Ich bin Alexandra, die Sekretärin von Herrn Schellenberg. Vom Herrn Schellenberg? Vom Herrn Schellenberg, ja. Wieso läutet er nicht an? Was machen Sie da bei mir? Ja, ich habe die ganze Zeit probiert anzuläuten und es war immer alles besetzt. Ich kann mich da ein bisschen beschweren mit Ihrer Sendung. Piercings so. Ja. Ich glaube, das ist gut. Dann schicken Sie uns das. Also ich meine, durch die Lippen Piercing, da läuft echt jeder so um, oder? Das hat jeder auf der Gasse. Das ist nicht Lippen, extrem, ja. Oder? Ja. Also, was ist denn extrem zum Beispiel? Ja, ich würde sagen das. Das ist ziemlich extrem. Ist das jetzt durch die Zunge durch? Ja. Weiss das der Herr Schellenberg, wenn ich Sie so direkt frage? Der Herr Schellenberg weiss es nicht, nein. Ja. Lachen Sie denn so wenig bei ihm? Ja, bei ihm habe ich nicht viel zu lachen, oder? Ja, es ist schade eigentlich, man würde es ja sehen beim Lachen. Tun Sie es jetzt bitte nicht mehr lachen, weil es kitzelt mich in den Magengrub. Gellen Sie? Okay, danke. Extremer geht es ja nicht mehr. Doch, mal. Also ich meine, Brustpiercing gibt es ja auch, oder? Ja, das haben Sie ja hoffentlich nicht. Doch, oder? Das habe ich auch, ja.
Und ich meine, das ist extrem, so etwas muss man bringen, oder? Nein, bringen Sie es lieber nicht. Haben Sie denn eins da oder dabei, ein Brustpiercing? Also ich habe eins, ja. Ich habe eins. Würden Sie es uns mal zeigen? Ja. Muss es ich meine, Beweis, oder? Ja. Nein. Ich meine, das ist, oder? Das ist extrem, aber durch die Lippen. Darf ich mal schauen, ob das richtig ist? Das ist echt, 100% echt durchgestochen. Tut das nicht weh? Beim Stechen hat es schon ein bisschen weh, aber jetzt ist es eigentlich nicht mehr. Und wie ist denn das, wenn Sie jetzt zum Beispiel wenn mal ein Baby dran suckeln? Ja, ich meine nur ein Baby. Bis zum grossen Baby geht das eigentlich, ja. Mhm. Hören Sie, gehen Sie doch bitte in Herrn Schellenberg, dass wir vielleicht mit ihm dann gut besprechen. Ist nett, dass Sie da waren. Ja, das hat mich gefreut. Ich hoffe, Sie haben nicht noch mehr Piercings. Vielleicht in der nächsten Sendung, dann komme ich dann nochmal. Ja, guten Abend, Ernesto Delgado. Guten Abend. Was werden wir sehen? Irgendetwas mit dem wunderschönen Bart? Richtig. Ich tue ein Spaghetti essen. Ah. Ernesto Art. Mit dem Bart? Mit dem Bart. Und zwar habe ich den Knicke zu lang gelesen und dann kommt mir ein Knacks über und dann isst man es eben nach Art Ernesto. Gut, wir schauen gerne zu. Brauchen Sie Ton? Oder ja. Machen Sie Don oder Anton? Don Anton oder Alpesto? Heißen Sie wirklich Ernesto Delgado oder Alpesto Delgado? Man kann beides sagen. Man kann beides Ernesto sagen. Delgado, Alpesto Delgado. Gut. Er wird jetzt, also der Ernesto Alpesto Delgado, wird jetzt einen Teller Spaghetti essen, so wie man ihn normalerweise zuhause isst. In der Regel heisst es nämlich. Ich kann mit Grün und Blau und Basilikum. Gut. Da kann ich immer schön den Zustand anpassen. Einmal ist sie. Der grüne Basilikum und einmal ist sie mit dem blauen Basilikum. Gut, wunderbar. Ich glaube, die Kinder sollten jetzt wegschauen in dieser Phase. Und die, die am Essen sind daheim, können Sie die Sicherheitsgurten anlegen, dass es nicht hinten abkommt. Können Sie ein bisschen Gas geben. So. Gut. Wunderbar. Also, er isst die Spaghetti einfach so. Sehr gut. Tun Sie sie auch noch abschlucken oder machen Sie das nicht? Mal, ich schlucke sie ab. Zuerst müssen wir sie auch essen. Ja. Bin ja gespannt. Also Kinder wegschauen. Hoppla, eieiei. Passen Sie bitte auf, dass Sie das Mikrofonkabel abnehmen. Ja. Frau Weber, wenn wir Sie nicht beatmen, Sie müssen es einfach sagen. Hm? Hoppla. Ernesto, Spaghetti Ernesto. Es ist interessant. Ja. Machen Sie das auch im Restaurant? Kriegt mich an mich raus. Und dann kann ich den Bordeaux allein trinken von den anderen Leuten und viele alleine essen. Ja. Essen Sie viele auch so? Nein, viele essen sie nicht so. Kann man sich auch verschlucken auf die Art? Kann man auch, ja. Und eben niessen. Gut, das ist interessant. Ja, wie lange haben Sie für einen Teller Spaghetti? Wenn Sie einen ganzen Teller so essen? Etwa 3/4 Stunde. Ja, aber beißen tun sie nicht. Sie tun nur im Prinzip zermalmen mit der, also mit der Dingmuskulatur. Ja. Wunderbar. Ja, es ist. Ein anderes Spaghetti essen, einen guten. Der Herr Zuffi bereitet sich auf den schwierigen Stand vor, indem er als erstes Dehnungsübungen macht. Wir können es vielleicht gerade mal da aufhängen, an unserer Wand. Der Herr Zuffi dehnt sich also zuerst. Das ist natürlich nicht ganz einfach, die Dehnung, weil er tut ja, also ein grosser Teil der Extremitäten tut ja ziemlich extrem verbeugen. Jetzt sehen Sie aber gerade, was weiter passiert. Er greift, wenn er sich dehnt hat, zu den Steinen. Eben das echt. Und die Steine, die schleppt drüber. Schauen Sie mal den Gesichtsausdruck, wie anstrengend das ist. Er kämpft. Er kämpft. Und erst dann, wenn er die Steine schon ein bisschen übertransportiert hat, tut er sein Ländenschürzchen lupfen und klingt sich ein. Und wenn er das gemacht hat, dann tut er durch reine Kontraktion von der Rückenmuskulatur sich aufrichten und kommt so in Zweifüßerstand. Und schauen Sie mal, wie entspannt er sich da gibt. Das ist der Herr Zuffi macht das mit Heben. Schauen Sie, was unsere Kandidaten machen, unsere Finalisten. Aufs Kommando. Achtung, fertig, los. Werden Sie versuchen, diese Steine ohne zu heben, frei zu balancieren auf Ihren primären Geschlechtsteil, Organ. Und ja! So blöd! Für meine Kinder aber muss ich nie Lampen, haben Sie Lampen mit Ihrem Mann? Oder was ist mit Ihnen los? Ich meine, sicher nicht!
Ja, aber sie sind extrem... Friedlichste Familienleben. Also, aber so eine blöde Sendung sie... kann niemand machen, weder du. Ich also, habe sie jetzt schon x-mal wie heissen sie mit Vornamen? Aber so blöd kann niemand sein. So blöd. Ja, jetzt haben wir es ja gehört. So jetzt blöd. Müssen sie sagen, ja, warum, oder? Raus. Aber können Sie nicht sagen, warum? Sie haben warum? Jetzt, sie haben ja ein paar Mal so blöd idiotisch gesagt. Idiotisch blöd. Was ist mit jetzt eben ein absoluter Höhepunkt, den wir Ihnen nicht vorenthalten möchte, das ist der Orello. Der Herr Orello kann etwas, was niemand kann. Er kann. So, der Herr Orello kann mit den Ohren quackeln. Er macht so. Tanzen, tanzen. Quackeln ist irgendwie die Vorstufe. Und wenn man das perfektioniert, dann kann man mit der Zeit tanzen. Gut. Er kann mit den Ohren tanzen. Entschuldigung, er ist schon auftreten. Wo sind Sie schon auftreten? Ja, Hochzeiten, Betriebsfest von Spross Gartenbau, dann im Schinzenhof Horgen, im kleinen Saal. Ja. Und so tue ich so ein bisschen rumtingeln. Das ist ja eine Fähigkeit, die eigentlich viele Leute haben, dass sie mit den Ohren hin und her schlenken. Können Sie es mal vormachen? Einfach nur mal so das Natur schlenkern mit den Ohren, wie das geht? Ich möchte das lieber, denn ich habe ein festes Programm, oder ich, ja, wenn ich auftritt, gut, nein, dann kann ich weiter schauen, dann sagen Sie uns, was Sie uns zeigen werden jetzt. Ja, also ich mache einen Ausschnitt aus dem Schwanensee, und zwar die Stelle im vierten Akt, wo der Prinz Sigrist, der ist aus in Ohnmacht gefallen, weil er die falsche geheiratet hat, Siegfried. Und dann ist er wieder zu sich gekommen, rennt an den Waldsee, sucht dort. Sieht sie, sie ist aber noch ein Schwan. Tun sie gewackelt, tun sie nicht verzeihen. Nein, damit, man versteht es besser, es ist bald fertig. Und sie treffen sich, er erzählt ihr, dass der Robert sie beschissen hat, sie verzeiht ihm. Das ist alles er sagt, in dem einen Akt. Ja, er liebt sie und sie ist trotzdem traurig, weil sie sagt ihm, und das ist jetzt eben das Wahnsinnige, sie sagt ihm, ich muss sterben und du bist schuld. Und diese Stelle möchte ich euch jetzt vortanzen. Okay. Sie haben Musik mitgebracht. Ich habe die Eigenmusik dabei, ja. Sphäre. Zwölf haben Sie noch Zeit gehabt. Ja, da hat sie so viele Knöpfe drauf. Wollen Sie schon mal ein bisschen gewackeln? Nein, nein. Da. Er hat auch nicht gelacht, als ihr gespielt habt. Achtung. Ruhe. Das ist der Sigrist, Siegfried, das ist Dodet. Jetzt kommt der Siegfried. Er sucht sie. Und jetzt sieht er sie, jetzt kommt Odette. Aber sie ist eben noch ein Schwan. Und jetzt sieht er sie. Und sie sieht ihn auch. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt erzählt er ihr die Sache mit dem Beschiss, also von dem Rotbart. Es fällt mir schwer. Und jetzt kommt sie, sie verzeiht ihm. Kann man das nicht? Darf ich Ihnen etwas sagen? Man sieht nichts. Wie bitte? Sieht nichts. Ja, sie von dort hin. Also, in diesem Ding hat man sicher gesehen. Nein, man hat einfach nichts gesehen. Ja, man muss also schon ein bisschen schauen. Ich weiß nicht, ob Sie etwas sehen. Man hat nichts gesehen. Ich meine, es muss sich bewegen. Ja, natürlich. Es hat ja getanzt. Also, ist interessant. Ja, also wenn ich wie hat denn der Herr Spross reagiert zum Beispiel? Das ist ja noch sensibel mit also seinen Salatplatten. Die haben sehr Freude gehabt. Das ist, ich hatte Begeisterungsstürme gehabt. Und ich sind Sie auch mit dieser Nummer jetzt gekommen? Nein, dort habe ich etwas Modernes gemacht. Also ich habe Spice Girls habe ich drauf, dann habe ich den Originaltanz von DJ Bobo. Und im neuen Programm habe ich aus dem Benissimo, die Benissimo Dancers. Das kann ich auch. Friends. Ja, ja. Und ich kann Ihnen ja, sagen, es ist noch nicht offiziell, ja, es ist noch geheim. Ja. Aber soviel ich gehört habe, bin ich vorgeschlagen für den Salzburger Stier. Gut. Und wenn Sie mich möchten engagieren, ich spiele an Hochzeiten, ja, an Betriebsfesten. Sie können schreiben, gut, Schweizer Fernsehen, Ventil, Orello. Gut, mir hat es gefallen. Soll ich noch etwas Modernes spielen? Es war sehr nett. Vielleicht können Sie nur ganz schnell, ich gebe Ihnen nur eine Chance, vielleicht etwas von Frank Sinatra, Strangers in the Night, ja, oder so etwas. Ja, das ganz ich, schnell. Das mache ich jetzt a cappella, ja, ich mache es auf dieser Seite. Ja, mal, es ist interessant.
Danke Ihnen vielmals. Ja, der Öffner sollte man schon fertig. Jetzt. Ich habe schon gemeint, Sie würden Goodbye England Rose oder so etwas. Ich bin jetzt froh, dass es nur das ist. Das habe ich auch. Soll ich Ihnen das vorstellen? Nein, nein. Es ist sehr nett, dass Sie extra gekommen sind, den weiten Weg. Danke vielmals, Herr Bühlmann. So, jetzt darf ich Ihnen einen ganz tollen jungen Mann vorführen. Vielleicht einen kleinen Applaus für unseren letzten grossen Stargast. Guten Abend. Guten Abend. Wie ist Ihr Name? Benny Fontana. Benny Fontana. Merken Sie sich den Namen, weil der Benny Fontana kann etwas, was nur ganz, ganz wenige Menschen auf diesem wunderbaren Planet können. Ich kann zweitweitesten Brünzeln, wenn man auf Zürichdeutsch sagt, von Europa. Er ist Vizemeister im Weitbrünzeln. Sie sind, glaube ich, auch Schweizer Meister. Ja. Wie kommen Sie auf die absurde Idee? Ich meine, ich versuche meinem Sohn immer beizubringen, in die Schüssel hineinzubrünzeln. Meine Frau versucht ihn beizubringen, abzusitzen beim Brünzeln. Und das ist dann immer so, haben wir noch ein Problem miteinander. Aber also er versucht jetzt mit Ziel und Sie machen auf Distanz. Wie kommen Sie auf die absurde Idee? Ich arbeite auf dem Kranen und durch das kann ich den ganzen Tag nicht schiffen. Und ja, durch den Druck, den ich habe, habe ich viel mehr Möglichkeiten als einer, der alle Stunde oder alle halbe Stunde aufs WC geht. Jetzt eine Frage, es interessiert mich selber. Wie trainiert man das? Ich meine, auf Distanz müssen Sie eine gewisse Raumtiefe haben, gegen Hindern nehme ich an. Wie trainiert man das? Ich mache Tai Chi. Ich trinke eigentlich nur Tee, ungesüßtes Wasser. Also sehr wenig Alkohol, sehr wenig Sachen, die eigentlich durch ihn fördern. Mhm. Und ja. Ich versuche einfach entspannt zu sein, locker zu sein und das Mental zu bewältigen. Gut. Jetzt, wie weit werden Sie jetzt da versuchen, das Wasser zu lösen? Also mein Rekord ist 7,49 m. Da probiere ich jetzt aber etwas mit Weite und Ziel. Also ich probiere die Tolle dort ziemlich genau zu tüpfen. Kann man die Tolle vielleicht mal ganz schnell einfangen, dass man sieht, wo die Tolle ist, bis woher dass das gehen soll? Gut. Frau Weber, vielleicht können Sie mal rasch schauen, wo es ist. Etwa. Also Sie sehen, das ist relativ weit. Können Sie vielleicht mal die Schritte ausmessen, wie weit das ist, wenn Sie zurückkommen? Wie viele Schritte? Gut. Und jetzt müssen Sie dann auf die Seite, weil jetzt wird er sichtbar abmachen. Vielleicht können alle mit der Kamera auch ein bisschen hindern, dass man es nicht so einsichtig ist. Jesus Gott, warten Sie noch! Der Herr Fontana ist, wie gesagt, für die, die sich erst jetzt dazugeschaltet haben, Zweiter wurde an der Europameisterschaft im Distanz Bisle. Das ist eine sehr anspruchsvolle Geschichte. You get my heart fit. Noch weitergegangen. Gut, Herr S. Ja, eben, ja, das Raumschiff gesehen, die Belt. Ja, und dann nachher gesehen und gerade eingeschlafen. Ja, das Problem ist eben das. Die Belt ist nur ein kleiner Flughafen. Jetzt hätte ich eben nicht können landen dort, oder? Der Berner Blitz ist ja schon, das haben wir schon im Kindergarten gehabt, den Witz, oder? Nein, das ist wahr. Die sind dort angeflogen, haben gesehen, dass die Landebahn zu kurz ist, dann sind sie umgedreht. Also, dann muss man den hohen Flughafen ausbauen. Wenn es Leute gibt, die legal über UFO sprechen, oder wie der S, müsst ihr auch Haschisch legalisieren. Ja, das wäre sowieso gut. Ja. Machen wir für die Kinder, ja, für die normalen Kinder, machen wir jetzt ein gutes Nachtmüsigli, wo der Herr Polo Hofer mit seiner Schmetterband angekifft spielt. Es ist ein alter Rasta-Titel. Man kennt den Herr Polo Hofer ja auch unter dem Namen Bob Hofer. Er ist eigentlich die schweizerische Version von Bob Marley, Brother Bob Marley. Er ist eine Mischung aus Jimmy Cliff, Bob Marley und Tom Waits. Und ich glaube, er ist der Sohn von Walter Hofer. Wer ist das, Urs? Aha, das ist ein PVC-Politiker und der hat da auch irgendwie... Ja, bitte! Und ich zähle vor! A one! Also.
Ich sage, wie geht's dir? Er sagt das Gleiche zu mir, wo ich einmal einen Kollegen treffe. Er sagt, ich bin gewiss Bas, schau nicht mehr ins Glas, ich hab dafür wieder anfangen kiffen. Wir haben Zeug erzählt über Geist und Geld. Da sagt er, sorry, muss schnell gehen schiffen. Und er zurückkommt an die Bar, dann wird mir klar, er ist auf die Scheisse, eins geht kiffen. Jodel, 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 wie soll ich das begreifen? Da sagt sie nicht schüch, Männer sind alle gleich. Sie redet nicht von Sex, sie redet von Kiffen. Ich habe ein Psychli gemacht, ich habe ein Küchli gebracht. Hab geschaut, dass ich nicht spät eintreffe. Wo ich bei ihnen komme, gibt's ein grosses Hallo. Und Stuben voll Leute und alle kiffen. Ja, oben, 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 Konstantine gesagt, es liege nicht mehr drin. Mit dem blöden Gocki sniffen. Es sei ein mega seich, es macht Birre weich. Er tue nur noch kiffen. Der Klauser Fritz hat in den grössten Hit die erste beste Gelegenheit ergriffen. Ist mit der Fremdenlegion in die Maghreb-Region gehen schauen, ob es etwas gäbe zu kiffen. Hey, oh, oh, oh. Da haben sie den Mittelstürmer auspfiffen. Und zwar, weil der hat den Penalty vergeben. Nachdem er in Pause ist, geht kiffen. Ihr Modellagentur ist der Pressechef sauer. Und zwar wegen der Claudia Schiffer. Weil in der Zeitung steht, sie habe scheinbar gesagt, sie sei ein fröhlicher Kiffer. Jodl, 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 jodl. Voilà, das war es vom letzten Ventil von dem Jahrtausend. Aber es ist nicht so schlimm, wir sehen uns im nächsten Jahrtausend wieder und können uns dann wieder wunderbar übereinander auflegen. Und tschüss. Gute Nacht. Was heisst tschüss. Gute Nacht? Aber das können Sie doch nicht machen. Ich glaube, sie ist aus dem Aargau gekommen.